Leon, ich bin überrascht, dass du auf meinem Thron sitzt. Ich bin aus der Hölle zurückgekehrt, mit der ultimativen Kraft, die Welt zu erobern. Du, der Imperator? Ha! Du weißt doch gar nicht, dass es nur einen richtigen Imperator dieser Welt gibt. Und das bin ich. Was kann ein Geist jetzt schon noch tun? Das Imperium gehört mir. Du Narr. Du, was ist denn immer pathetic? Das ist so minderwertig, über minderbemittelt, ne? Ich bin da das Imperium gar nicht mehr interessiert. Ich werde jetzt alle lebenden Seelen töten und diese Welt zerstören. Und du wirst genauso wie die anderen, oder du wirst den anderen ja, Gesellschaft leisten dabei. Wir müssen von diesem Platz abhauen, von diesem Ort. Nehmt meinen Winddrachen. Gareth, was tust du? Komm, ich werde dich dahin bringen, wo du hingehörst. Du wertloser Narr. Ah! Gareth! Oh, der hat uns alle verschluckt. Geil. Firion, was ist passiert? Du, der dunkle Ritter! Sag mir, was passiert ist. Der Imperator, er ist zurückgekehrt. Und der Dragoon, er hat sich selbst geopfert, um uns zu retten. Joseph, Mindu, Sid und nun Gareth. Sie sind alle tot. Ich kann das nicht mehr ertragen. Aber wenn wir hier aufhören, wird der Imperator mehr Leute töten. Leon, lass uns zusammen kämpfen. Prinzessin Hilda, bitte erlauben Sie uns, dass ihr uns begleiten wird. Ich werde euch die Entscheidung überlassen. Leon, wir werden zusammen gehen. Ja, ganz am Anfang haben wir den schon gesehen, ne? Im Intro quasi. Okay, Maria. Ja, aber warum? Warum war er denn jetzt der dunkle Ritter? Hat er sich selbst dazu entschlossen, oder? Was hat uns dazu geführt? Ich will jetzt trotzdem mit denen reden. Gruß erstmal den Leon an, was der jetzt so kann. Da ist er. Ist auch ein Kämpfer, so wie es aussieht. Der kann alles. Okay. Der kann wirklich alles. Axt kann der. Der ist ziemlich gut. Wow. Mit dem gleichen Stärkewert wieder. Er ist auf jeden Fall ein krasser Kämpfer. Intelligenz 5, 6, Entschuldigung. Der ist ziemlich stark, okay. Ja, ich werde ihm mal, ich glaube, ich werde ihm Speere geben. Wenn sich das natürlich lohnt, sag ich mal. Oh. Oder ich kann das eigentlich auch so belassen, wie es jetzt gerade ist, ne? Blitz und Venom.
Ah, ist der Linkshänder oder Rechtshänder? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ah, Linkshänder. Du alter Schelm, du. So. 160. Macht, glaube ich, keinen Unterschied, oder? Hm. Ich glaube, ich nehme die Venomax. Ja. Das kann man nicht so wirklich beibehalten, ne? Der hat doch schon geile Rüstung. Da kannst du nicht meckern. Der ist schon okay so. Bisschen wenig Energie hat er, aber das wird sich legen. Ja, schön, okay. Reden wir mal mit den beiden Bekloppten. Hallo, was geht? Der wiedererweckte Imperator wurde zum Pan oder hat das Pandemonium aus der Unterwelt hervorgeholt. Die Welt wird zu einem Ende kommen. Okay, das Thema ist durch. Guten Tag. Vor langer, langer Zeit haben dämonische Kreaturen die Welt beflutet, was jetzt mittlerweile als Welle der Verdammnis bekannt ist. Es wird erzählt, dass die die Welt betreten haben über einen Bereich, der sich Jade-Passage nennt. Es gibt einen Bereich in Mysidia, der genau diesen Namen trägt. Okay. Interessant. Dieser Imperator, der hat seine Seele verkauft zu den Dämonen. Genau das ist das, was er getan hat. Du kennst diesen engen Gang östlich von Mysidia? Das ist, wo der Jadesee hinführt. Ach so, oder wo der Jadesee ist. Östlich von Mysidia, alles klar. Hast du mir noch zu erzählen? Volkslieder von Kashion erzählen von einem kleinen Fluss in Mysidia. Es wird gesagt, dass es das Portal zur Hölle sein sollte. Genau, und das ist nämlich das Problem. Wir werden nämlich über die Jade-Passage Pandemonium erreichen und beide Bereiche müssen wir quasi in einem Rutsch erledigen. Okay. Und das ist halt genau das Problem. Ich kann zwischendurch zwar zurückgehen und sowas. Der Geist des Imperators ist aus der Hölle zurückgekehrt. Das ist schrecklich. Wir müssen den Geist des Imperators wieder zurück zur Hölle bringen. Oder schicken. Pandemonium ist ein Schloss der Verzerrung, der Einbildung, keine Ahnung. Du kannst es also nicht direkt betreten. Ich habe gehört, dass es eine Quelle gibt, die in die Welt der Dämonen führt. Aber... Was aber? Was aber? Ich will mein Luftschiff jetzt hier haben, ne? Das ist jetzt nicht draufgegangen, ne? Also mach mich jetzt nicht schwach. Dankeschön. Das wäre jetzt aber auch dreist gewesen. So, ich will mich auf jeden Fall noch einmal kurz auf lalala leveln. Was passiert denn mit dieser Welt? Imperator ist vom Toten zurückgekehrt. Und wir werden natürlich auch mit unserem Pavel Pavlovsky natürlich einmal quatschen. Und hat er auch noch was Schönes für uns? Weil das ist jetzt im Endeffekt... verschwende nur nicht dein Leben, ne, Firion? Verspreche es mir. Verspreche es mir, okay? Ja, aber jetzt sind wir quasi in der allerletzten Vorbereitung vor unserer allerletzten Aufgabe, ne? Die zwar echt umfangreich sein wird, aber wir können theoretisch nicht zurückkehren. Praktisch ja, aber dann können wir alles wieder von vorne anfangen. Also die letzte Aufgabe zumindest. Wir haben 500.000 Gil. Das heißt, ich werde gleich Platz im Inventar schaffen. Ich werde mich schon mal mit Gegenständen equippen. Und hoffen, dass alles gut wird. Ich werde es, glaube ich, gleich schon direkt mal versuchen. Ich glaube, ich werde es gleich direkt versuchen. Gott. Weil dann haben wir es. Dann schaffe ich es vielleicht heute noch. Dann kann ich nächste Woche frei direkt schon mit Tony Hawk anfangen. Auch wenn ihr davon noch nichts seht, das ist mir egal, ne? Ich will es aber spielen. So. Okay. Wir brauchen Platz im Inventar. Was brauchen wir denn nicht mehr? Das schmeißen wir einfach weg. Frosch, scheiß drauf. Wenn es so ist, dann ist es so. Tornado, Earthquake, die Sachen behalte ich mal. Das ist, glaube ich, auch gut. Dolche verkaufe ich alle. Brauchen wir nicht. Stäbe verkaufen wir jetzt auch mal alle. Lanzen haben wir die besten ausgerüstet, die wir finden konnten. 10.000 Gil, Alter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das haben auch 200.000 Mal. Ja, und das war's. Und wir haben jetzt ordentlich Platz. Gut. Saint Spirit. Brauchen wir nicht zweimal in einem Kampf. Stattdessen mal...
In Äther, komm. Hermes ist okay. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt natürlich nur auf die geht oder nicht. Deswegen kriegst du einmal einen Tornado zum Rufen. Du, Kollege, kriegst nämlich schön die Sachen, um dich aufzuleveln. Nämlich einmal den Bacchuswein und den Winddrachen kann ich auch ausrüsten. Was? Was? Ey, kann ich den rufen? Okay. Das muss ich gleich mal testen. Wie geil ist das denn, ey, wenn ich das kann, ne? Der ist dann hoffentlich nicht weg. Ja, du kriegst den Hermes. Der kriegt den Winddrachen. Oder konnte ich das... Das konnte ich wahrscheinlich nur mit dem... Fuck, ich hab's verpasst. Wenn das geht, das wäre natürlich mega geil, ne? Das wäre natürlich mega geil. Und die Gaia-Trommel. Das muss ich auf jeden Fall noch testen. Wie geil wäre das denn, bitteschön? So, und jetzt geben wir unsere sauer verdiente Kohle einfach mal bis zum Vergasen aus. Nämlich... Ach, guck mal, was es da gibt. Das sollte, denke ich mal, reichen. Und ein paar Äther. So. Zack. Perfetto. Perfetto. Si. Gut. Bevor ich jetzt heute mit der ersten Aufnahme aufhören werde, ich werde gleich einen kurzen Schnitt machen. Bevor ich mich da der letzten Aufgabe widme, würde ich gerne noch einmal nach Deist fliegen. Das, was ich zu Beginn der Aufnahme eigentlich schon versucht hatte, ob das jetzt funktioniert. Das wäre natürlich ziemlich nice. Nee, das ist Kashion. Ach, verflucht. Ich habe mich vertan mit dem Chocobo-Wald. Richtig, da ist Deist. Another one bites the dust. Ach, ein Running Gag. So. Jetzt bin ich gleich mal gespannt mit dem Winddrachen, ob das so funktioniert. Ich werde jetzt erstmal speichern, weil ich mich jetzt erstmal als gut ausgerüstet bezeichnen würde. Der Leon hat zwar echt ein bisschen wenig Energie auf der Brust, was auch ziemlich scheiße ist, aber gut, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ich bin schon auch echt am Überlegen. Nee, das funktioniert so nicht. Ich hatte darüber nachgedacht, ob ich alle nach hinten packen soll. Bis auf den Gast, dass der einfach vorne bleibt. Auf die Fresse kriegt und die anderen den einfach nur aufpumpen mit Sachen. Na, Kleiner, wie heißt du? Ah, wir werden von diesem Imperator schon irgendwie loswerden. Hey, was ist denn mit dem Dragoon passiert, der mit dir gekommen ist? Gareth ist tot, aber er hat mir doch versprochen, dass er zurückkehren wird. Er war immer noch ein Dragoon. He must have been proud to die for his comrades. Er muss stolz gewesen sein, für seine Freunde gestorben zu sein. Ja, der Passage, okay. Irgendwas, was du mir sagen möchtest. Soll ich dir mal den Drachen zeigen? Kann ich den Drachen zeigen? Das ist hier gar nicht mehr drin. Das liegt nicht daran, dass ich das, ausgerüstet habe. Ich will das Teil haben. Jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt gib mir das fucking Schwert. Irgendwas Anhänger? Ich versuche mal die Sachen zu zeigen, die ich jetzt hier habe. Nein. Der hat mir nichts hinterlassen, ne? Einmal nur kurz gucken. Ich will auf Nummer sicher gehen. Weil ich kann gleich nachgucken, das ist jetzt nicht das Problem. Remiffe. Mal gucken, ob ich es jetzt ausrüsten kann. Bla 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 bla. Weil irgendwas werde ich ja mit ihr machen können. Was? Warum nicht? Entschuldigung, ich wollte mich nicht anschreien. Ich mag dich nicht mehr. Selbst da kann er sich nicht mehr dran erinnern. Ja gut, okay. Wir werden nun Deist verlassen. Das ist unser Zuhause, aber es ist zu voll mit schmerzvollen Erinnerungen. Ah! Oh, okay, sieht gut aus. Oh, ich würde dir das gerne geben. Nur die größten Dragoons können es schwingen oder damit umgehen. Es gehört nun dir. Optate Excalibur. Und das ist halt genau so eine Sache. Das ist eine krasse Sidequest, finde ich, ne? Weil, klar, den Winddrachen muss man zwar holen, aber wer kommt auf die Idee, da nochmal einfach dahin zu reisen und dann nochmal nach den Dragoons zu fragen? 201, Alter, okay.
ich liebe dich. Ja, ne? Ist doch gut. Jetzt ist das schon wieder besser. So ist das doch perfekter. Guck mal einer an. Ach, das wird schon schief gehen. So, dann nimmst du mal wieder deinen Drachen in die Hand. Zack. So, wunderbar. Da bin ich mal gespannt, ob ich den auch wirklich im Kampf rufen kann. Das wäre ziemlich geil. So, eine kleine Sidequest erfüllt. Da wäre ich auch niemals drauf gekommen, wenn ich nicht im Lösungsbuch das gesehen hätte, zufälligerweise. Ja, ne? Da würde ich sagen, reisen wir nochmal eben fix Richtung Mysidia. Ich hoffe mal, also ich glaube, um echt zu sein, fast nicht, dass wir stark genug sind, um das zu schaffen, aber... Wir werden sehen, wir werden sehen. Das ist Gatria, Finn. Bin ich denn hier überhaupt? Ah, hier sind wir, ne? Ja, genau. Östlich von Mysidia. Östlich von Mysidia, soll es was geben? Aha. Der meint aber nicht diesen See hier, ne? Ach, wir schauen mal. Jetzt weiß ich auch nicht, wo ich hinfliegen muss, um ehrlich zu sein. Aber ist ja auch egal. Das war Altair, glaube ich, ne? Altair? Ne, es war es nicht. Was war das? Warum ist das denn so... Ach, da war die Dreadnought, oder? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht mehr. Das ist schon alles zu lange her. Aber es ist so schön, wie flexibel wir jetzt hier einfach auf der Welt uns bewegen können. Ich finde es auch schön, dass es so ganz leicht die Rundung... Ah, okay, hier ist schon mal die mysidianische Höhle. Ja, nee, die tropische Insel ist das. Das von hier aus ist aber nicht mehr weit weg, genau. Wie die aber leicht so die Rundung der Welt dargestellt haben, dass es jetzt kein gerader Horizont ist, sondern leicht schräg ist. Ich behaupte einfach mal, das haben die genau deswegen gemacht, ne, um die Rundung der Welt darzustellen. Einen anderen Grund kann es nicht haben. So, hier, diesen See, meinte ich. Aber der ist auf jeden Fall nicht östlich von irgendwas. Hm. Vielleicht muss man es mit dem Kanu erreichen, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Gut, aber ich würde jetzt hier auf jeden Fall gerne erstmal landen. Darf ich nicht. Dann würde ich jetzt hier gerne erstmal landen. Okay, es muss echt grün sein. Hier darf ich landen, ne? Dankeschön. Ja, cool. Dann mache ich jetzt hier einmal einen kurzen Schnitt. Ich werde gleich weiter versuchen, das Spiel zu schaffen. Und versuchen... das ist, glaube ich, der richtige Begriff. Weil ich weiß jetzt schon nicht, wo ich hier lang muss. Aber wir können einmal schauen... Östlich von Mysidia soll es einen See geben. Wir können vielleicht erstmal in die Stadt gehen, ne? Weil das wäre vielleicht der bessere Weg. Ja, da sind wir doch schon. Ja, komm. Ich will mal gucken, ob wir den Winddrachen rufen können. Das wäre ziemlich cool. Welche Wüste, was für Gegner kommen? Ein Pitchfiend und ein Salamander. Schau mal einen an. Ach ja. Oh, 118. Ist ja gar nicht so wenig, ne? Aber für Level 16 Zauber ist das schon arg schwach. Achso, da können wir... Stimmt ja, wir haben ja einen neuen Charakter da unten. Fällt mir gerade auch mal so auf. Mal Shield. Du machst... Berserk brauchst du nicht, machst du Hast. Und ihr haut auf die Fresse. Nein, ich bin so dumm. Ich wollte was... ich bin wirklich so dumm. Ich wollte was ausprobieren. Ich spacken. Oh, daneben. Pop, 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 pop. Ah, 3 von 4 ist aber erreicht. Flong, flong. So, Leon, dann zeig ich mal, was du kannst. Von Werten her bist du echt top. Pst, pst. Ist erstmal okay, ne? So ausbaufähig natürlich. Shield. Was du nochmal hast. Keine Ahnung, du machst den hier. Das wäre natürlich lustig, wenn der dann einfach weg wäre, der Drache, und nie wieder zurückkommt. Blaze 7, okay. Das heilt den. Sehr gut. Ich will so wissen, ob der Drache weg ist. Aber mehr ist das nicht? Oder kann ich das jedes Mal einsetzen?
Würde ja irgendwie keinen Sinn machen, wenn er jetzt weg wäre. Naja, ich bin mal gespannt. Und selbst wenn es so ist, dann ist es halt so. Nee, der lebt noch. Okay, das ist ja cool. Das ist echt cool. Das gefällt mir. Habe ich das vorher auch schon gekonnt? Wahrscheinlich, oder? Gut, okay, komm. Wir gehen jetzt nochmal nach Mysidia. Werden dann jetzt nochmal... Ich hab den Weg verpasst, ne? Nun, ja. War so geplant. Ich komme lieber meistens von, aus südlicher Richtung. Dumm von mir. So. Ja, ja, ihr habt so viele Kackzauber. Ihr nervt mich nur damit. Hasd. Also komm, noch ein bisschen Level. Alles mitnehmen, was geht. Ja, von mir aus. Hat sogar funktioniert. Man, wenn die Zauber nicht immer so lange dauern würden, ne? Guck, wie schön schnell meine gehen. Wie schön schnell die einfach gehen. So, okay, der erste ist Geschichte. So, nochmal Shield. Bis Level 3, wie gesagt. Ach, der ist immer noch gestunt, okay. Ja, dann instun den mal, genau. Dankeschön. Ja, ein bisschen Energie könnte auf jeden Fall noch gebrauchen, der Kollege. Oh, ja, ja, ja. So, und dann letzte Röntgen. Shield. Hast. Flup, flup. Ach, guck mal, jetzt darf er auch wieder schlagen. Das ist aber nett. Sind das denn mehr, also sind das denn Gegner, die meine Waffenfertigkeiten auch verbessern? Oder ist das eher nicht der Fall? Ich weiß es nicht. Werde ich den Leon jetzt bis zum mittleren Ende mitführen? Oh, Hassmagie ist in Level gestiegen, sehr schön. Aber ich überlege gerade, ob es dann nicht doch sinnvoller ist, mich dann auf eine Waffe zu konzentrieren. Ich weiß nur nicht, was es werden wird. Ja, gut, jetzt ist es eh zu spät. Jetzt habe ich alles schon verkauft, was ich hatte. So, komm. Gut, okay, dann mache ich jetzt hier nochmal ein Save. Dann mache ich jetzt hier auch den Schnitt. Dann gehen wir nach Mysidia, gehen nochmal, oder sprechen nochmal mit den Kollegen. Vielleicht können die mir nochmal ein bisschen helfen. Werde nochmal in die Bibliothek gehen, mich dann auch nochmal über die Jade-Passage informieren. Wir haben jetzt den neuen Begriff lernen können. Und ja, dann würde ich sagen, bereiten wir uns mal so langsam auf die finale Aufgabe vor, die noch mit geschlagenen 10 Seiten im Lösungsbuch, Entschuldigung, es sind 12 Seiten, zu Buche schlägt. Leck mich am Arsch, das wird ein Fest. Okay, gut, also, ne, dann hoffe ich, dass euch die Aufnahme gefallen hat. Ja, dann bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, mache ich jetzt hier mal kurz einen Schnitt und ja, dann geht's gleich Richtung Jade-Passage weiter. Also, bis dahin, tschüss.